Ja, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Die letzte Mission ging leider ein bisschen schief. Und ja, hoffentlich machen wir es heute ein bisschen besser. Ich nehme auch mal eine andere Mission, weil die letzte... Ja, da habe ich dummerweise irgendwas vergessen. Und das habe ich zu spät bemerkt und das hat die ganze Mission dann versaut. Gut, wo gehen wir denn hin? Sagen wir gehen zum Klürberg diesmal. Ich mache mir Sorgen. Finde Galoppe, okay, das ist. Ja, das ist in Ordnung, das machen wir. Gut, okay. Dann geht's heute ab zum Klürberg. Da durfte ich als Feuer-Pokémon eigentlich kein Problem haben. So, wen nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, wir nehmen beide mit. Kohli und... Absol, genau. Um beide mal ein bisschen zu trainieren. Auf geht's. Zu unserer nächsten Mission. Ganze Gebiete kann man nicht freikaufen, aber ich muss sagen, das brauche ich momentan eigentlich nicht. So viele Teampartner mitnehmen. Aha, ich muss draußen bleiben. Zickzacks. Achso, weil Ladybomb mit drin ist. Achso, hab ich jetzt verwechselt. Gut, okay. Dann muss es halt so gehen. So. Jetzt aber auch zum Klürberg. Dann checken wir gleich erstmal die Missionsziele. Um zu gucken, worum es geht. Okay, E14 müssen wir hin. Das ist ein ganz schönes Stück. Aber das kriegen wir schon hin. Übrigens, ganz erfolglos war der letzte Part dann doch nicht, weil ich habe ein Level abkassiert. Ja, und einen Belebersamen. Gerade erhalten, wie man sieht. Der kommt später ins Lager. Wenn ich natürlich nicht sterbe. Das wäre nämlich ganz toll, den Belebersamen aufzuheben. Weil den kann man später auf jeden Fall richtig gut zu Nutzen machen. So, gut. Ich könnte langsam mal den Flammenbohrer tragen. Oh, das gefällt mir schon wieder gar nicht, was ich da sehe. Das war nämlich, glaube ich, ein Furienschlag, wenn ich gerade geguckt habe. Und ich mag die Attacke nicht besonders, weil die zieht einfach zu viel ab. Die kann böse enden. Die kann sehr, sehr böse enden. So, und schon sind es noch 10 Etagen. Yes, der Gegner ist verwirrt. Allerdings nur für kurze Zeit. Oh, gut gemacht, Kohli. Ja, Kohli schlägt sich gerade wacker. Dann war es also kein Fehler, ihn hier mitzunehmen. Sehr gut. Ach, was haben wir denn da Schönes? Braungummi. Das weiß ich schon, das schmeckt vor allem mir. Da ich ja so eine ähnliche Farbe habe. Auf meinem Bildschirm zumindest gerade. Oder sagen wir das Gummi. Sagen wir einfach mal, das Gummi passt. Farblich. Jetzt muss man noch Treppchen suchen und dann ist alles schick. Da ist es auch schon.
Sehr schön. Na, das geht ja recht fix voran. Oh, das Yugong. Gut, es ist weg. Das wäre nämlich sehr, sehr tödlich für mich. Denn ich glaube, das kann Pulverschnee und das tut mir gar nicht gut. Das geht gut voran. Ah, was ist jetzt gerade? Ach so, ja. Die Maus hat den Emulator verlassen und dadurch konnte ich gerade nicht mehr steuern. Ah, Anziehung. Auch eine sehr praktische Attacke. Dann kann der Feind nämlich nicht mehr angreifen. Und das können wir uns zugute machen. Das können wir uns sehr, sehr zugute machen. Oder sagen wir zunutze machen. So. E-Nummer 7. Oh, du bist auch nicht gerade freundlich. Nachdem, was ich gerade gesehen habe, hätte mich das getroffen. Oh, das hätte wehgetan. Noch so ein Vieh. Komm, Kanimani. Ja, schreck zurück. Komm, nochmal. Annäherung und bam. Bam, das hat gesessen. Oh, bitte kein Pulverschnee. Ach, danke. Ich will nämlich nicht meinen Belebersamen verlieren. Das wäre nicht gut. Das kriegst du in Kuli. Ich glaube, ich sollte ihm lieber helfen. Okay, hat sich erledigt. Er hat es doch noch selbst geschafft. Und das, obwohl er 5 Level unter uns ist. Respekt. Nice work, kann man da nur sagen. Nice work. Komm, das schaffst du. Komm schon. Goes down. Noch 5 Etagen, glaube ich. Wow, jetzt schneit's langsam. Jetzt wird's langsam gefährlich für mich. Das sah aus wie ein zweifacher Schlitzer. Ist ja nicht gerade sehr gesund. Ach, das wäre schön. Sindelbeere und Belebersamen. Aus dem Dungeon mitgenommen. Das wäre so optimal, wenn das jetzt klappt. Sieht so gut aus. Wollen wir hoffen, dass es jetzt auch so bleibt. Die nehmen wir mit. Okay, ich verschanze mich mal kurz hier unten. Kommt nämlich Gefahr auf mich zu. Ich glaube, jetzt muss ich eingreifen. Denn mein Partner ist gerade in Bedrängnis. Und das ist nicht gut. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Das Pokémon sollte ich möglichst schnell aufhalten. Oh, ich sehe schon, du machst arg viel Schaden. Aber nicht mit mir. So, wo gehen wir jetzt hin? Da kommen wir her. Ja, mach mal einen komischen Schwerttanz. Kuli wird schon drum kümmern, hoffe ich. Komm schon. Oh. Ich sollte vielleicht doch... Ja, doch. Ich mach's einfach mal. Lieber Sindelbeere als den Belebersamen. Weil die Sindelbeeren, weiß ich, gibt's im Kleinhain zuhauf. Die können wir uns ganz leicht zurückholen.
Der Überlebersamen, der ist schon teurer. Oh, das war jetzt auch wieder sehr knapp. Oh, danke, Superschall. Das gibt uns Chance abzuhauen. Chance zur Flucht. Chance zur Flucht genutzt. Und da ist die Treppe. Super. Ich frage mich gerade, warum durfte ich denn zu dritt da reingehen? War es jetzt wegen Galoppa? Egal. Ah, ich nehme nochmal das Band damit. Das Ausdauerband. Das ist kein Spezialband. Sonst hätte man es für die eine Mission benutzen können. Aber wenn es nur ein Spezialband ist. Oh, liegt noch was Schönes. Was ist das? Explosivsamen, auch sehr nice. Und eine ganze Menge Kohle. Also jetzt nicht Kohle wie Braunkohle oder so, nein. Sondern Pokédollar. Für die wir uns tolle Items kaufen können. Sackgassen, ich liebe. Ja, und das ist natürlich auch sehr toll. Und draußen fährt mal wieder die Feuerwehr rum, weil das Fenster momentan offen ist. Ah, normal im Sommer. Wenn es halt schon. Ein bisschen warm ist, also im Spätsommer vor allem, dann tut es immer noch gut, das Fenster offen zu haben. Vor allem so eine Abenddämmerung, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist. Wenn dann die gute Frischluft wieder rauskommt. Und die nächste Treppe. Wir kommen gut voran. Immer noch. Gut, der Schnee macht mir keinen Schaden. Das finde ich gut. Oh, da ist schon die Treppe. Nice. So gefällt mir das. Gleich weiter marschiert. Wir sind fast im Zielgebiet. In der nächsten Etage dürfte es dann soweit sein. Nächsten Etage sind wir dann, ja, am Zielgebiet angekommen. Das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Nicht mal von dir. Get back. E14, wir haben das Zielgebiet erreicht. Und da ist auch schon unser Klient. Galoppa gefunden. Retten? Natürlich. Vielen Dank, auch später wieder. Was geben? Empfehlen, Dungeon. Ja, ich möchte ihn auch verlassen, denn wir sind hier fertig. Ach, da oben war noch eine Siedelbeere gewesen, aber egal. Eindrucksvoll verendet. Vollendet. Vielen Dank für die Rettung, Galoppa. Hier ist die Belohnung. Top-Elixier, wie versprochen. Und Eisstrahl. Boah, Hammer. Das ist was für meinen Partner. Gute Arbeit geleistet. Lass uns das Feierabend machen. Bis morgen dann. Ja, speichern. Okay, keine Cutscene, nichts passiert. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Kann ich gerade einen Eisstrahl beibringen? Gegen was? Soll ich den Biss rauspacken?
Aber ich würde sagen, den Biss packen wir raus und den Eisstrahl packen wir rein. So. Das könnte nämlich noch sehr, sehr nützlich sein, die Attacke. Hab ich so das Gefühl. Willkommen, lagern, natürlich. Was möchtest du lagern? Und drücke dies und das. Alles klärchen. Ach so, ja. Auf jeden Fall meinen Belebersamen noch dahin lagern. Ja. Auf jeden Fall gut aus. Ach komm, doch einen Dojo-Mso machen wir noch. Zwar, das Ding ins Dojo. Machen wir mal ein schwereres. Und zwar das Bodentraining. Das Training möge beginnen. Mal schauen, ob wir diesen Pokémon gewachsen sind. Hier herummarschieren. Ich kann gerade nicht versprechen, ob es klappt. Ich versuche es einfach mal. Wenn es nicht klappen sollte, wäre es natürlich schade, aber gut. Dann kann man es nicht ändern. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Etagen jeweils. Und es ist die Chance, den Eisstrahl mal zu testen. Okay, 43, die sind definitiv. Die haben nicht gerade viel drauf. Aber naja, es ist ein nettes Training. Vor allem für Kanimani, weil die im Vorteil ist. Oh, da ist schon das Boss-Team. Bam, und leichten Volltreffer. Da mische ich doch gleich mal mit. Bam, und noch ein Volltreffer. Alles very easy. Den schaffe ich auch so. Bam! Und bam! Und das war's. Wir haben das Bodentraining abgeschlossen. Ah, du hast das Training erfolgreich beendet. Du bist würdig. Ohne Zweifel hat sich dieses Training gestärkt. Möge dieser Erfolg zu noch mehr Ehrgeiz anspornen. Gut, okay. Dann gehen wir zu guter Letzt noch. Ach oh, erstmal zur Sneaker Bank. Um das Geld einzulagern. Dann, obwohl man könnte jetzt natürlich noch 2 Überlebersamen kaufen, aber das mache ich später, glaube ich. Infobrett. Kämpfer, Eroas gesucht, bitteren Mann von dem Donnerberg, die Riesenschlucht. Warte, meine große Liebe, Stillkamm. Gut, ja. Ich würde sagen, wir machen den Stillkamm. Das finde ich Stillklamm. Okay, machen wir auch. Aber erst im nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Ich werde jetzt speichern. Ich bin der BitRocky und würde sagen, bis zum nächsten Mal.